Klaus, 75 Jahre, will es noch einmal wissen. Ich bin ein Mann. Ich suche eine Frau. Du fehlst bei allem Schönen, was zu zweit doppelt Spaß macht. Und auch Susanne mag nicht länger alleine bleiben. Auch sie ist über 70. Ja, heute treffe ich mich mit einer Petra. Mal sehen, was da kommt. Du bist die Petra. Hallo, ja, grüß Gott, Servus. Du bist der Klaus, okay? Klaus und Susanne, wir haben die beiden begleitet. Der ist auch nichts für mich. Ach nee, wieso? Da kommt auch nichts rüber. Und ich glaube auch, dass der sich nicht meldet. Auf der schwierigen Suche nach einer neuen Liebe für Fortgeschrittene. Ja klar, ich immer. To you. Happy Birthday to you. Und das ist ja süß, die eigenen Herz eben. Mein Name ist Susanne Kaspari und ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich überhaupt nicht alt. So, jetzt? Oh, ja. Ich möchte wandern und reisen, tanzen gehen und ich will noch auf die Berge und solche Dinge. Und die Jahre gehen so furchtbar schnell vorbei. Meine Zeit vergeht, das ist furchtbar. Seit 23 Jahren lebt Susanne, eine ehemalige Lehrerin, getrennt von ihrem Mann. Sie sei nicht einsam, sagt sie, aber trotzdem. Immer wenn ich was Schönes erlebe, hätte ich gerne jemanden, der das mit mir, der das genauso empfindet. Das ist eigentlich, das ist, was fehlt. Ja. Also, ich brauche keinen Mann. Also, ich brauche das nicht. Ich wünsche es mir nur. Ich wünsche es mir so, als das ist dann praktisch das Sahnehäubchen, das ist das i-Tüpfelchen, das ist die Vollendung dessen. Und warum nicht versuchen, das vollkommen zu machen? Die Suche nach dem Sahnehäubchen geht heute los. Susannes Freundinnen sollen helfen beim Text für eine Zeitungsannonce. So. Hallo. Mal wieder bei dir. Toll. Ich wollte so anfangen. Du fehlst. Und vor allem beim Reisen, Wandern, im Kino, Theater und bei allem, was zu zweit mehr Spaß macht oder einfach mehr Spaß macht oder so. Was eigentlich sonst nie drinsteht, was ich aber sehr gut finde, nämlich, dass du gesund bist. Weißt du, das liest das schreibe ich auf keinen Fall. Finde ich aber wichtig. Ja. Nee, das schreibe ich nicht rein. Das hört sich an, wie beim Pferdekauf. Nee, gut, und das schreibe ich auf gar keinen Fall. Oder gesund und Leib und Seele. Nein. Ja, gut, ich habe mir das halt gedacht. Und was ich auch noch ein muss, ist sehr, sehr selbstbewusst. Nein, das schreibt doch jeder, man läuft doch da davon. Die Männer haben doch Angst. Ein Mann macht ja uns Alter. Das Alter muss man dazu schreiben. Ja, das hast du überhaupt nicht nachgeschrieben, wie alt er sein soll, von bis oder sowas. Ja. Gut, sie lässt es offen, das ist ja auch nicht schlecht. Nein, das habe ich gar nicht gesagt, dass ich das offen lasse. Da bin ich ja, so weit bin ich nicht. Ach so, dachte ich das schon. Also, ja, ein bisschen was kann ich ja doch schon mir wünschen. Aber wirklich. Also, wie schreibe ich jetzt da rein, dass er schlank sein muss? No-Gos, Bauch und Bart. Das passt jetzt gar nicht. Nee, No-Gos passt hier nicht in zum Stil. Lass es einfach weg und wenn ein Digger schreibt, ne, fällt er halt durch. Ja, nein, aber wenn ein Mann in dem Alter, sagen wir mal, so ein kleines Bäuchchen. Das magst du. Ja, ich kann es nicht. Ich kann es nicht tolerieren. Ausgeschlossen. Ja. Gut, es geht nicht. Vom ästhetischen Gesichtspunkt her ist das natürlich ein Traum. Ja, gut. Aber sowas kriegst du ja nicht. Gibt's ja nicht, ne? Gibt's nicht. Du fehlst
bei allem Schönen, was zu zweit doppelt Spaß macht? Ich, weiblich, sportlich, schlank, 70 Jahre, 58 Kilo, jung in Denken, Fühlen und Lebensweise, wünsche mir einen Partner mit ähnlichen Interessen. Schlank, gerne auch jünger und wie ich begeisterungsfähig, aufgeschlossen, gebildet und liebevoll. Nur ein paar Kilometer weiter, in einem Vorort von Stuttgart, lebt Klaus. Auch er seit vielen Jahren allein. Er hat sich gut eingerichtet in seinem Single-Leben. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil jetzt kommt der Kragen. Weil, wie gesagt, wir Männer haben das nicht von klein auf gelernt, sondern das war ja irgendwann nach der Scheidung, bist du ins kalte Wasser gesprungen und musst das alles lernen. Da musst du Kochkurs machen und all so Sachen. Aber alles gut bestanden. Wenn mir so einfach schlimm aussieht, dann so denke ich, ah, jetzt muss ich mal wieder putzen und so, aber sonst. Tägliche Gebrauchsspuren muss ich nicht gleich wegmachen. Weil ich habe kein Museum hier, sondern hier lebt ein Junggeselle. Also ich bin der Klaus Bornträger. Ich bin 75 Jahre. Seit 5 Jahren bin ich nicht mehr liiert und ich möchte eigentlich jetzt diese Frau am Schluss meines Lebens finden, mit der es richtig schön ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist doch die Dings. Die Schultern rollen lassen so nach hinten. Und ruhig so ein bisschen, oh, stöhnen dabei wieder mal. Oh. Oh. Mein Kalender muss voll sein. Wenn ich einmal in der Woche zu Hause sitze und fernsehe, ist viel. Also mit 74 bin ich in den Chor im Frühjahr letztes Jahr. Da sind da zwei Frauen gekommen und haben gesagt, Mensch, hast du eine schöne Stimme. Und ich finde es schön, dass ich das noch erlebe. Heute will Klaus, der als Produktdesigner gearbeitet hat, per Internet in die Offensive gehen. Ich habe ein ziemlich gutes Netzwerk, ich habe 2 Männergruppen und so weiter. Und ein Fototreff und da und das und jenes, das funktioniert recht gut. Aber die können mir keine Berührung geben. Und das, wenn ich ehrlich bin, vermisse ich sehr. Ah, prima, ich bin ein Mann. Ich suche eine Frau. Das sind die ganzen Angaben, die man da machen muss. Sind Sie bereit für eine neue Beziehung? Auf jeden Fall, vielleicht, noch nicht. Auf jeden Fall. Wie sieht Ihr Beziehungsstatus aus? Geschieden. Haben Sie Kinder? Ich habe Kinder. Ihre ideale Partnerin. Figurentechnisch ist sie eher normal, athletisch, schlank. Ein paar Kilos zu viel, stattlich, korpulent. Schlank. Sehen Sie die Online-Profile der Frauen an. Jetzt. Oh, richtige Fotos gibt's da. Reutlingen, Rosengarten, 60. Die sieht aber nett aus, oder? Oh.
Oh. Also ich glaube, ich bin heute Abend beschäftigt. Derweil bei Susanne. Am Ostersamstag ist das, die Zeitung erschienen mit der Anzeige. Ich habe relativ viele, ich glaube jetzt sind es 18 oder 19 Zuschriften. Die Sache nimmt mich mehr in Anspruch, als ich so gedacht hatte, also vor allem zeitlich. Einer ist schon abgesprungen, weil ich nicht schnell genug geantwortet habe. Ja, den Beginn einer Beziehung habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Da habe ich gedacht, naja, keine Ausdauer. Ja. Gudrun, wo bist du? Die Zuschriften der Männer wollen sich Susannes Freundinnen natürlich nicht entgehen lassen. Sollen wir zuerst die Briefe angucken oder zuerst die Mails? Ja, das ist eigentlich kupfig gesprungen, oder? Ach du, das ist gut. Das ist gut, guck mal. Hallo, würde dir eine Affäre mit einem 55-jährigen solide mit IE Mann auch gefallen? Also, also ich würde sagen, das sprechen wir gerade alles mal durch. Das ist ja der Hammer, wirklich. Der Thomas schreibt: Hallo liebe Milonga, Reisen, Kulturveranstaltungen, Natur und ein gemütliches Beisammensein, das gefällt mir auch. Wichtiger als das Alter sind die Dinge, die beiden Freude bereiten, die passen ja bei uns und das, was das Herz spricht. Der sieht ja sympathisch aus. Sollen wir den anrufen? Ich würde den anrufen. Kurz entschlossen geht Susanne dem Mann auf den Grund. Hallo? Hallo? Susanne hier, weißt du, mit wem du sprichst? Ja, ja, mit der, du fehlst. Genau, mit der, die fehlt. Weil ich fehle dir ja auch, schließlich. Das fand ich richtig witzig. Ja, aber viel mehr als wandern, was kann man denn in deiner Gegend noch machen überhaupt? Ausgehmäßig? Also bei uns kannst du Radfahren, da kannst du die Herrenalbrunde machen. Ja. Immer gehen. Aber nichts mit Ausgehen und so. Kino, alles möglich. Konzert. Es gibt Wirtschaften, es gibt Restaurants und sonst ist auch alles da. Gut, aber so mit. Biergarten und man kann spazieren gehen. Also dann, ade. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, geschafft, ja? Naja, der ist auch nichts für mich. Ach nee, wieso? Du hast der ist für mich viel zu zurückgezogen und also da kommt auch nichts rüber. Und ich glaube auch, dass der sich nicht meldet. Klaus ist inzwischen viel unterwegs. Es gab schon erste Verabredungen, über die er seine Freunde auf dem Laufenden hält. Oh, mit den Frauen, mit allem anderen läuft es gut, mit den Frauen noch nicht so. Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage je ein Date und das war also irgendwo nichts. Natürlich haben wir uns nicht unterhalten, aber man spürt es ja. Ja, wenn bei der anderen, ja gut, ich muss jetzt gehen, ich habe den Handwerker zu Hause, also dann weiß ich schon, um was es geht. Ja, heute treffe ich mich mit einer Petra, die ich aber noch überhaupt nicht kenne, da weiß ich gar nichts, ich glaube 65 oder so. Das wäre okay und jetzt lasse ich mich überraschen. Mal sehen, was da kommt. Hallo.
Hallo, du bist die Petra. Hallo, ja, grüß Gott, Servus. Du bist der Klaus, okay? Ja, alles bist cool. Du Schwab? Nein. Nicht? Nein. Gott, dann muss ich ja Hochdeutsch schwätzen. Nicht unbedingt, weil ich spreche auch nicht Hochdeutsch, ich spreche Berlinerisch. Oh Gott. Wen ist jetzt deine Suche so im Lauf der Also ich hoffe immer, ich bin eine sehr freiheitsliebende und suche aber einen Gefährten, mit dem man sehr viel Spaß haben kann, Lebensfreude haben kann, in genießen allen kann. Bereichen, in allen Bereichen, ja, natürlich. Darum sage ich Lebenspartner. Petra, sehr zum Wohle. Zum hohen Alter du sagen. Gell? Ja, natürlich. Mir muss eine Frau zusagen. Wenn die mir nicht zusagt, dann kann man es gleich bleiben lassen. Ich gehe viel weiter. Ich finde, eine Frau muss ein Abenteuer sein und der Mann muss damit umgehen können. Eine Frau, ein Abenteuer? Klingt nicht schlecht. Klaus wagt sich noch einen Schritt vor. Also du nutzt jede Chance. Also wir müssen aber gleich weit weg sein. Du musst dich natürlich stützen, klar. Es war Freitag und dann haben wir uns am nächsten Mittwoch in Esslingen getroffen. Über ein Videotagebuch bringt uns Klaus auf den neuesten Stand in Sachen Petra. Ja, und dann sind wir also verabschiedet. Also war schon ein bisschen was. Also tschüss. Nicht so. Und dann kam, glaube ich, zwei Tage später kam dann ein Mail. Wir können gut miteinander, aber das hat keinen Wert. Weißt du? Ja, gut. Ich wünsche dir einen Lottotreffer mit einer Beziehung in deinem Leben noch. Alles Gute, ja. Gruß, Petra. Da denke ich, oh, ist geil. Was soll ich, da weine ich nicht hinterher, da habe ich zurückgeschrieben. Gleich einig. Ausrufezeichen, LGK. Schluss. Ruhe. Also immer solches, das hat doch nicht keine Lust, gell. Du bist ja seit Jahren auf der Pasha. Ja. Das ist also nicht erst jetzt. Ja, ich bin permanent auf der Partnersuche, aber es klappt halt nicht. Guckst du trotzdem noch weiter oder ist es dann, sagst du, jetzt mache ich mal Pause und hier? Ich möchte nicht vereinsamen. Millionen sitzen zu Hause und vereinsamen. Und das will ich nicht. Ich will mit meinen Mitmenschen in Kontakt sein. Finde ich auch klasse. Du bist einfach vom Temperament her auch einer, der, sag ich mal, noch unheimlich viel will. Da sind viele 40-Jährige, also lang nicht so energiegeladen, wie du das bist. Also das, ich glaube, das geht noch eine Weile. Ist ja recht. Die letzten Jahre hätte ich halt wirklich voll was Harmonisches oder so. Dass wir uns gut tun, aber nicht mehr rumstreiten und um Ding. Was? Jetzt ist wieder die Zahncreme offen, das regt mich auf und so Sachen. Susanne bereitet ihr erstes Date vor. Es soll ein perfekter Auftritt werden. Heute treffe ich Karl-Heinz. Karl-Heinz ist der Erste, den ich treffe. Vielleicht ist es sogar der Letzte. Wer weiß. Kann ja sein. Ich habe kein Bild und nichts. Ich weiß nichts über ihn vom Aussehen. Der ist wirklich witzig. Das ist richtig gut. So. Also im Moment tendiere ich dazu, weil mir das gut steht und weil das gut zu der Hose passt, weil das eine frische Farbe ist und jung macht,
Ja, hast schlafen können? Ein Mensch mit starken Nerven. Ja, gut. Alles klar. Ja, dann ist gut. Ja, da beneide ich dich. Okay. Bis später. Ja, tschüss. Ich glaube, er ist 68 und ziemlich aktiv. Sportlich, glaube ich, auch. Ohne Bauch und Bart. Hallo. Bist du die Sue? Ja, bin ich. Ich bin Sue. Der Karl Heiß. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Sehr witzig alles, gell? Wir ein paar Mal geschrieben ja. Und telefoniert haben, unseren Mantel abnehmen. Okay, ja. Sollen wir da drüben hin? Nee, den kann man hier lassen. Den kann man hier lassen. Also mir hat deine Anzeige total gefallen. Ja. Also das ist einfach in allen Belangen, sagen wir mal, ein richtiger Volltreffer. Ja. Da habe ich gesagt, da muss ich einfach schreiben. Suchst du schon länger? Oh, seit 5-6 Jahren ungefähr. Ist nicht leicht, gell? Nein, aber es war einfach die, wo ich wirklich, wo es passt, nicht dabei. Es ist wie die Nadel im Heuhaufen, ich bin manchmal verrückt. Also unterhalten kann ich mich mit vielen oder mit allen und so. Aber sagen wir dann den nächsten Schritt, dass man mal was zusammen unternimmt, was ja wichtig ist, also, und sich dann irgendwo mal näher rückt. Das war nämlich immer so, bei mir kommt es nicht nur aufs Aussehen drauf an, oder ob jetzt groß, klein, dick oder schlank ist, es kommt einfach auf die Chemie an. Und ja, so. Ich hätte große Lust mit dir, ja, mich öfter zu treffen. Aha. Dass wir uns mehr austauschen, vielleicht über Politik sprechen, ja, über Hobbys, über Ziele, über. Lässt sie im Nachhinein gar nicht mehr. Jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, weißt du, wie ich mit dem gesprochen habe am Telefon? Ja, so kann es gehen. Ich glaube nicht, dass meine Ansprüche zu hoch sind. Das glaube ich nicht. Aber wenn so bestimmte Dinge nicht da sind, dann geht's halt nicht. Ich verliebe mich dann nicht in den. Das Einzige, was man ohne Mann nicht kann, ist Liebe. Und Leidenschaft, Erotik und Liebe, das ist für mich ein Hauptgrund, einen Partner zu suchen. Es muss eine Anziehung da sein. Es muss eine körperliche Anziehung da sein, verbunden mit Sympathie. Und das ist ganz schwer zu finden. Schwer zu finden, da würde Klaus ihr recht geben, aber unmöglich ist es nicht. Denn er hat gerade jemanden kennengelernt und schwebt auf Wolke 7. Hallo kleines Fräulein, haben Sie heute Zeit, mit mir auszugehen, nur zum Zeitvertreiben? Wir gehen durch die Felder, wir latschen durch den Wald. Ja, da sieht uns keiner und die Wüste werden kalt. Wenn es dann schon dunkelt, Stern um Stern erwacht, dann will ich dich küssen, dass die Schwarte kracht. Dann sind wir so selig wie im Paradies. Ach Gisela, ich lieb dich, du bist süß. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Harmonie eigentlich gehabt miteinander. Ja. Ich
Ja, und dann haben wir uns noch ein Espresso und sind schon schön gemütlich da gesessen. Das war einfach dermaßen harmonisch und so natürlich. Und dann sage ich, wir können uns ja mal treffen. Dann sagt sie, natürlich treffen wir uns wieder. Und das tun sie. Die beiden treffen sich jetzt öfter. Na endlich! Auf der Treppe. Also. Vor die Kamera möchte Klaus' neue Freundin aber erstmal nicht. Kennst du ihn noch überhaupt? Schon lange her, gell? Schon zwei Tage her, mein Lieber. Und dann waren wir von 12 bis, dann sind wir hierher noch 2 Stunden. Ja, ich durfte sich so mal am Arm streicheln, so. Also ganz, da kann man drüber reden. Nicht so massiert, sondern ganz fein. Und er sagt, du hast gar keine Härle, das sehe ich gar nicht. Das Barometer, ob es gut tut oder nicht. 1, 2, 3. And the rhythm of life is a powerful beat. There's a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in the bedroom, rhythm in the sleep. Yes, the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life. To feel the powerful beat. To feel the tingle in your fingers. To feel the tingle in your feet. Good boy. Prost, Mannschaft! Prost, Gemeinde! Prost! Dieses Verliebtsein, das ist das, was die Jugend nicht, das, was die Jugend nicht kapiert, dass das Zeit deines Lebens immer das Gleiche ist, immer das Toll. Es hört nie lassen, auf. Hört nie auf. Ja. Und letzten Sonntag waren wir auf der Tech. Aha. Und da war so rutschig. Ich muss immer in der Hand nehmen, dass ich mir nicht umkippt. Aber wenn man schon auf Tech geht, ist das schon immer was. Hast du aber eigentlich die falsche Jahreszeit ausgewählt? Weil jetzt ist doch ein bisschen kühl. Du nein, grün diese. Nein, das ist gerade das Wichtige. Ja. Das war die Prüfung. Also erst die Prüfung, dass ich mit hoch ist und wieder runter. Das war sehr, wir waren immer so manchmal am Rutschen und dann denke ich, oh, Beino. Und es ging so. Und das finde ich toll. Also die macht meine Experimente, die macht es mit. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn du so fragst. Wir sehen uns mindestens noch einmal. Das ist gut. Auch in Susannes Freundeskreis bleibt die Liebe Thema Nummer 1. Karin ist unterwegs mit einem neuen Mann. Das hat sie mir erzählt. Und was ist das für einer? Ja, also 3 Jahre jünger, ah, wohl bemerkt. Das ist ja, also sehr erstaunlich. Ja. Ja, ist ja kein Wunder, dass wir jüngere Männer wollen, lieber wollen als ältere. Das ist doch ganz logisch. Ja, ich finde es total logisch. Die nur die Männer wollen halt auch jüngere. Ja, also wie soll das passen? Die gestandenen Männer in meinem Alter, die haben alle um 15 Jahre jünger gesehen. 15 ganz Jahre? Also die gleiche Sache. Susanne, sage ich dir doch wie immer. Stärke. Susanne, ich sage dir das doch. Ich weiß ja, ich kenne ja da immer. Das ist doch aber so. Ja, aber damit finde ich mich nicht ab, dann mache ich nichts. Ja, dann mache ich nichts. Dann mache ich nichts. Aber ich nehme, dass ich jetzt einen 15 Jahre älteren Mann nehmen soll, das mache ich nicht. Dann will ich keinen. Die Wochen fliegen dahin. Bei Klaus weihnachtet es.
Sein Enkel hat sich heute Morgen angekündigt. Opa, bist du da? Servus. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, weil ich habe heute mal gut geschlafen. Echt, ich nicht. Ich könnte Bäume ausreißen. Mal wieder geht es zwischen den beiden um Frauen. Ist das Schwäbin? Ich glaube schon. Echt? Aber die hat ein großes Tattoo über dem Bauch. Ich glaube, du würdest die nicht mögen. So weit bist du schon. Ja. Bei dir gibt's auch Neuigkeiten, habe ich gehört. Ich habe nur so Gerüchte gehört, dass du an Weihnachten mit einer Frau das verbringst. Oh. Und generell. Wer hat das verraten? Mama. Echt? Mhm. Ja, ich habe jemanden kennengelernt im Internet. Im Internet? Ja, und. Darf man die auch mal kennenlernen? Oder willst du damit noch warten, bis das bis er sich gefestigt hat oder halt auch nicht? Aber ich verheimliche das euch, wenn das. Aber wir müssen mal gucken, ob das geht. Jetzt haben wir uns viermal, heute das fünfte Mal. Mhm. Und dann kommt sie direkt zur 6., 14 los, dann kommt das 7., 8. kommt sie her. Ach so, Die kommt heute Abend schon. Ja! Dann schläft die auch hier. Ich versuche da zu schlafen. Denkst du, ist das nicht vielleicht ein bisschen komisch dann morgen, also bis darauf, dass du dann abends zu uns kommst, dann alleine Weihnachten mit einer Frau zu feiern, die du jetzt erst seit einem Monat kennst, oder? Ja, wir kochen miteinander das erste Mal. Das ist immer gut. Nein, das ist mein Traum, weißt, dass man miteinander schnibbelt und so weiter. Mhm. Und dann kocht und dann langsam das macht und dann schön deckt und so, ein bisschen Wein dazwischen trinkt. Also das ist das Optimale. Ah, da wünsche ich dir nur das Beste, dass das jetzt vielleicht auch mal wirklich klappt wieder. Nicht dir auch. Also tschüss, Opa. Gut, danke. Gell? Ciao. Danke. Prost an die Mama. Mach ich. Okay. Weihnachten mit der neuen Freundin. Wird es vielleicht ab jetzt immer so sein? Ein paar Tage später, das alte Jahr, für Klaus endet es mit einer großen Enttäuschung. Also, am 27. kam eine Mail von ihr. Und dann sagt sie, was machen wir denn nun? Ja, sie vermisst jetzt schon dieses Frühstück und dieses Sommersitzen und das und jenes und so. Aber irgendwo klappt es nicht richtig. Da ist was nicht und sie weiß nicht und tut ihr auch leid und so, das aber ist halt nichts. Nicht richtig. Aber wir können ja Freunde bleiben und so. So ein Käse. Also die waren dann schon stinkig, weil ich gesagt, das hätte sie doch auch mit mir reden können, noch am letzten Abend und sagen, stimmt irgendwas nicht. Beutel. Also das ist eigentlich der größte Scheiß in dem ganzen Jahr gewesen jetzt. Nicht aus Stahl und Eisen, sondern tut irgendwo weh halt. Was willst du machen? Du bist 76, gell? Die Zeit läuft natürlich davon. Warum bricht es immer wieder ab? Liegt das in den Frauen grundsätzlich oder liegt das vielleicht auch bei dir? Wenn du mit 76 noch jemanden findest, wo das irgendwo etwas harmoniert miteinander, das ist hier aussichtslos. Es muss irgendwas da sein, was dich oder was sie an dir sehr störend findet. Da kannst du überall anfangen.
mein Hohlkreuz und mein Bauch oder meine dünnen Beine und so weiter. Ich meine, ich weiß ja, wenn wir in der Gruppe sind, wie du, also powervoll voraus, zack, und dann ja, dominierst du und das alles hinter dir oder neben dir eigentlich sekundär. Das weiß natürlich, ich bin natürlich zu direkt. Und die erschrecke ich irgendwo. Das traut sie dir nicht zu sagen. Gibt Klaus in der Liebe einfach zu viel Gas, weil er spürt, dass die Zeit langsam knapp wird? Auch Susanne ist immer noch Single. Sie hat aber eine Idee. Hallo. Hallo. Hanna Spahn hier von der Stadt. Hallo, ihr zwei. Ja, ja. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Genau, ich weiß ja irgendwie noch relativ wenig von Ihnen. Vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen erzählen. Wie kam Sie darauf, jetzt diese Aktion mit der Wanderung? Ja, weil ich habe schon ab und zu mal so ein sogenanntes Date gehabt. Und man trifft nur einen einzigen Menschen und mit dem ist man jetzt auf Gedeih und Verderb an diesem Tisch und muss mit dem sprechen. Und jetzt haben Sie also mit einer Freundin zusammen beschlossen, wir wollen irgendwie nochmal neue Leute und eben auch neue Männer kennenlernen. Die Kerstin ist jemand, die vieles von dem gerne macht, was ich auch gerne mache, zum Beispiel Wandern. Und wir veranstalten eine Dating-Wanderung. Also wir wollen ja genau das nicht, dass nur immer ein Partner mit einem zusammen sprechen muss und zusammen sein muss, sondern wir wollen, sagen wir mal, so 3, 4, 5 Frauen und 3, 4, 5 Männer zusammenbringen. Also das stelle ich mir sehr schön vor. Lauter Männer, Kerstin. Ja? Zeig. Ja. Da kommt schon wieder einer, der nicht von hier ist. Aha. Wollen Sie etwa mitwandern? Aha. Wir kommen gleich runter. Ich mache mal schön. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Das ist ja der Hammer. Also. Also, wir sind Kerstin und Susanne. Es haben sich ungefähr 55 Leute angemeldet. Hallo? Also, wir sind schon auf der Wanderung, falls Sie deswegen angerufen haben. Ja, wie heißt du denn? Ich bin der Hans. Hans, gut. Aus Stuttgart, Münster. Ist auch Single? So ist es, ja. Seit kurzem wieder. Aha. Ich finde auch durchaus, dass die Älteren auch mal auf Tinder gehen sollten. Warum nicht? Ja. Warum ist das nur den Jungen vorbehalten? Auf wohin? Tinder. Ja. Ich kann alles machen. Ich kann nähen, bügeln, alles. Ich kann Hausarbeiten, kein Problem. Na, ich bin auch eigentlich nicht direkt hinterher da, also jemanden kennenzulernen, aber überhaupt mal wieder etwas unter Leute zu kommen. Ich aufs Fahrrad, mach dies oder das. Ich würde zum Beispiel noch 3 Monate mit dem Rucksack durch Australien ziehen, wenn es geht. Ne? Also. Ich habe mich ganz arg darüber gefreut, dass sich so viele gemeldet haben und vor allem so viele nette Leute. Das war jetzt wirklich eine tolle Sache. Manche haben nicht abgesagt, sind nicht gekommen. Ich denke, die sind davon ausgegangen, bei dem Wetter läuft keiner im Wald. Ja. Haben sie uns nicht gekannt. Und also ich würde nochmal so eine Wanderung machen. Ich würde das nochmal vorbereiten. Und dann möchte ich persönlich, wie ich schon lang, eine Dating-Tanzparty machen. Ja? Freundin Gudrun ist gespannt zu hören, was Susanne von der Wanderung zu berichten hat.
es ist ganz toll, wie locker die Leute sind. Also die sind da ganz, erstens sind sie ganz offen, ja, ich hätte gern einen Partner und so, darüber sprechen die ganz offen. Aha. Und die wollen ja alle wieder eine Wanderung machen. Also ich werde so, auch... Die fanden auch, die Idee gut. Ja, die fanden es ganz toll. Aha. Die fanden es ganz toll. Also jedem, der sich einen Partner wünscht, würde ich empfehlen, irgendwie aktiv zu werden und was zu unternehmen. Also im Grunde genommen hast du was ganz anderes erreicht, als du wolltest. Weil einen Partner wolltest du ja eigentlich ursprünglich, ja, aber wobei ich mir ja gar nicht vorstellen kann, wo du den hintust, du hast ja überhaupt keine Zeit, ja. Dann läuft es eigentlich darauf raus, dass nicht du den Partner suchst, sondern dass du die Partner so, für andere Leute suchst. Nee, was das ist, ich freue mich da. Ich finde es toll und, und du bist jetzt nicht unglücklich, weil es nicht geklappt hat. Nein, ich bin überhaupt nicht unglücklich. Nee. Und so geht ein paar Tage später Susannes erste Dating-Tanzparty an den Start. Hallo, kennen wir auch. Ja. Susanne hat eine Menge Leute zusammengebracht. Und sie genießt ihr Leben so, wie es ist. Alle kommen, bitte. Ob ich der Knie gehen kann, so wie früher, weiß ich nicht. Aber ich probiere mal. Ja, genau. Und dann bleibt man unten, da muss ich so machen. Dadurch, dass ich keinen Partner habe, kann ich machen, was ich will. Und das mache ich auch. Ich bin frei, ich fühle mich frei. Das ist schon auch ein schönes Gefühl. Klaus, der hat sich Großes vorgenommen. Ich möchte eigentlich noch, dass ich mich noch ändern kann. Das heißt ja immer, die Alten, die sind dann, die bleiben so und so weiter. Und da habe ich jetzt Maßregeln, die ich mir selber gestellt habe. 100% mehr zuhören, 100% mehr fragen, 50% weniger reden. Für den nächsten Donnerstag nehme ich mir das ganz bewusst vor. Da gibt es ein Slow-Dating. Würdet ihr gleich mal dein Kleberchen kriegen, damit wir dich identifizieren können? So. Hier schreibst du jetzt Birgit hin. Genau, dann ist schon erledigt. Ja, aber wo soll ich die andere fünf, vier Frauen schreiben? Bei Vorspeise kommt dann die nächste, bei Suppe kommt die übernächste. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Genau. So, der Herr. Zum Boden. Ich habe jetzt viel Olympia geguckt, bin sehr sportlich engagiert. Aha. Aber ich gebe es zu ganz alleine, ist nicht schön. So, pardon, die Dame. Wir fangen an. Voilà, wunderbar. Oh, das sieht ja toll aus. Guten Appetit, Klaus. Ich koche gern, aber alleine essen gehen, das macht mir keinen Spaß. So. Was ich einfach weiß mittlerweile, ist, was ganz wichtig ist, dass man miteinander redet. Natürlich gibt man nicht auf. Es läuft die Frau für mich rum und dann wird es richtig gut. Da bin ich ganz sicher. Hallo Klaus. Hallo Daniela. Grüß dich. Hallo. Mein Lieber. So. Du bist ja fesche. Dankeschön. Prost. Auf den Spaß. Auf die Lebendigkeit. Liebe für Fortgeschrittene. Klaus bleibt dran.